Marsch fürs Leben, 24. Januar 2020. Deutsche Übersetzung. Vielen Dank, Judy. Es ist mir eine große Ehre, der erste Präsident in der Geschichte zu sein, der dem Marsch für das Leben beiwohnt. Wir sind aus einem ganz einfachen Grund hier, um das Recht jedes geborenen und ungeborenen Kindes zu verteidigen, damit es das ihm von Gott gegebene Potenzial erfüllen kann. Seit 47 Jahren sind Amerikaner aller Herkunft aus dem ganzen Land angereist, um für das Leben einzustehen. Und als Präsident der Vereinigten Staaten bin ich wirklich stolz darauf, heute bei euch zu sein. Ich möchte Zehntausende willkommen heißen. Das ist eine enorme Beteiligung. Zehntausende von Schülern und Studenten, die lange Busfahrten unternommen haben, um hier in der Hauptstadt unserer Nation zu sein. Und damit ihr euch noch besser fühlt, es gibt Zehntausende von Menschen draußen, an denen wir auf dem Weg vorbeikamen. Und wenn jemand seinen Platz aufgeben möchte, können wir das tun. Wir haben eine riesige Gruppe von Menschen draußen. Tausende und Abertausende wollen rein. Das ist ein großer Erfolg. Die jungen Leute sind das Herzstück des Marsches für das Leben. Und es ist eure Generation, die Amerika zu einer familienfreundlichen und lebensbejahenden Nation macht. Die Lebensbewegung wird von starken Frauen, erstaunlichen Glaubensführern und mutigen Studenten angeführt, die das Erbe der Pioniere, die vor uns waren, weiterführen. Jene, die dafür gekämpft haben, das Gewissen unserer Nation zu stärken und die Rechte unserer Bürger zu verteidigen. Ihr umarmt die Mütter mit Sorgfalt und Mitgefühl. Ihr werdet durch das Gebet angetrieben und durch reine selbstlose Liebe motiviert. Ihr seid dankbar und wir sind auch dankbar. Es ist unglaublich, dass Sekretär Alex Azar und Kellyanne Conway sich diesen Menschen angeschlossen haben. Und danke auch den Senatoren Mike Lee und James Lankford, die hier sind. Vielen Dank, liebe Freunde. Und den Abgeordneten Steve Scalise, Chris Smith, Ralph Abraham und Warren Davis und Bob Latta. Ralph Abraham, Warren Davidson, Bob Latta, John Joyce, Lloyd Smucker, Brian Fitz, Patrick und Brad Winstrup. Ich danke euch. Und ich muss sagen, ja, ich sehe es genau. Wir haben noch viele, viele weitere Politiker hier im Publikum. Aber wenn es euch nichts ausmacht, werde ich sie nicht alle vorstellen. Wir alle hier verstehen heute eine ewige Wahrheit. Jedes Kind ist ein kostbares und heiliges Geschenk Gottes. Gemeinsam müssen wir die Würde und die Heiligkeit jedes menschlichen Lebens schützen, schätzen und verteidigen. Wenn wir das Bild eines Babys im Mutterleib sehen, werfen wir einen Blick auf die Majestät Gottes und seiner Schöpfung. Wenn wir ein Neugeborenes in unseren Armen halten, wissen wir um die unendliche Liebe, die jedes Kind in eine Familie bringt. Wenn wir das Kind heranwachsen sehen, sehen wir die Pracht, die von jeder menschlichen Seele ausstrahlt. Ein Leben verändert die Welt. Von meiner Familie kann ich euch sagen, dass ich Liebe gegeben habe. Ganz viel Liebe. Und vom ersten Tag meiner Amtszeit an habe ich historische Maßnahmen ergriffen, um Amerikas Familien zu unterstützen und die Ungeborenen zu schützen. Und während meiner ersten Woche im Amt habe ich die Mexico City-Politik wieder eingeführt und erweitert. Und wir haben eine bahnbrechende Pro-Life-Regel erlassen, um die Verwendung der Mittel aus Titel 10 des Steuerzahlers zu regeln.
Ich teilte dem Kongress mit, dass ich ein Veto gegen jede Gesetzgebung einlegen werde, die die lebensrettende Politik beeinträchtigt oder die die Zerstörung von Menschenleben bei den Vereinten Nationen fördert. Ich habe deutlich gemacht, dass es den globalen Bürokraten nicht zusteht, die Souveränität von Nationen anzugreifen, die unschuldiges Leben schützen. Ungeborene Kinder hatten nie einen stärkeren Verteidiger im Weißen Haus. Und wie die Bibel uns sagt, ist jeder Mensch wunderbar gemacht. Wir haben entschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Religionsfreiheit zu schützen. Die so wichtige Religionsfreiheit ist überall auf der Welt angegriffen worden und offen gesagt in unserer Nation ganz besonders. Ihr seht es besser als jeder andere, aber wir halten es auf und wir kümmern uns um Ärzte, Krankenschwestern, Lehrer und Gruppen wie die kleinen Schwestern der Armen. Wir bewahren die auf dem Glauben basierende Adoption. Und um unsere Gründungsdokumente aufrechtzuerhalten, haben wir 187 Bundesrichter bestätigt, die die Verfassung so anwenden, wie sie geschrieben wurde. Darunter zwei phänomenale Richter des Obersten Gerichtshofs, Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh. Wir schützen das Recht der lebensbejahenden Studenten auf freie Meinungsäußerung auf dem College Campus. Und wenn die Universitäten Steuergelder des Bundes wollen, dann müssen sie sich an euer Recht auf freie Meinungsäußerung halten. Und wenn sie das nicht tun, zahlen sie eine sehr hohe finanzielle Strafe, die sie nicht bereit sind zu zahlen. Leider arbeitet die extreme Linke aktiv daran, unsere von Gott gegebenen Rechte auszulöschen, auf Glauben basierende Wohltätigkeitsorganisationen zu schließen, religiöse Gläubige vom öffentlichen Platz zu verbannen und Amerikaner, die an die Heiligkeit des Lebens glauben, zum Schweigen zu bringen. Sie sind hinter mir her, weil ich für euch kämpfe und wir kämpfen für jene, die keine Stimme haben. Und wir werden gewinnen, weil wir wissen, wie wir gewinnen können. Wir alle wissen, wie wir gewinnen können. Wir alle wissen, wie man gewinnt. Ihr gewinnt schon seit langem. Ihr gewinnt schon seit langem. Gemeinsam sind wir die Stimme für jene, die keine Stimme haben. Wenn es um die Abtreibung geht, ihr habt gesehen, was passiert ist. Die Demokraten haben sich die radikalsten und extremsten Positionen zu eigen gemacht, die in diesem Land seit Jahren und Jahrzehnten akzeptiert und sichtbar geworden sind. Und man könnte sogar sagen, dass seit Jahrhunderten fast jeder Top-Demokrat im Kongress jetzt die vom Steuerzahler finanzierte Abtreibung bis zum Zeitpunkt der Geburt unterstützt. Im vergangenen Jahr jubelten die Gesetzgeber in New York mit Freude über die Verabschiedung eines Gesetzes, das zulässt, ein Baby bis zur Geburt aus dem Mutterleib zu reißen. Dann hatten wir den Fall des demokratischen Gouverneurs im Bundesstaat Virginia, der Commonwealth von Virginia. Und wir lieben den Commonwealth von Virginia, aber was geht in Virginia vor? Was geht dort vor? Der Gouverneur erklärte, dass er ein Baby nach der Geburt hinrichten werde. Ihr erinnert euch, dass die Demokraten im Senat sogar Gesetze blockiert haben, die Babys, die versuchte Abtreibungen überleben, medizinisch versorgen würden. Und deshalb habe ich den Kongress, zwei unserer großen Senatoren und so viele unserer Kongressabgeordneten hier aufgefordert, die Würde des Lebens zu verteidigen und ein Gesetz zu verabschieden, das eine Abtreibung von Kindern, die Mutterleibschmerzen empfinden können, in der späten Schwangerschaft verbietet. In diesem Jahr feiert der Marsch für das Leben den 100. Jahrestag des 19. Zusatzartikels
der das Wahlrecht der Frauen in den Vereinigten Staaten für immer festschrieb und durch die Verfassung der Vereinigten Staaten gegeben wurde. Ein so großes Ereignis heute. Millionen von außergewöhnlichen Frauen in ganz Amerika nutzen die Macht ihrer Stimme, um für das Recht und für all ihre Rechte zu kämpfen, wie sie in der Unabhängigkeitserklärung festgelegt sind. Das Recht auf Leben für alle Frauen, die heute hier sind. Eure Hingabe und eure Führung erhebt unsere ganze Nation und wir danken euch dafür. Die vielen tausend Amerikaner, die heute hier versammelt sind, stehen für das Leben. Es ist wirklich so, dass sie gemeinsam so stolz dafür einstehen. Und ich möchte allen dafür danken. Sie stehen für das Leben. Jeden Tag sorgt ihr für Unterkunft, Bildung, Arbeit und medizinische Versorgung für die Frauen, denen ihr dient. Sie finden liebevolle Familien für Kinder, die ein Zuhause brauchen. Sie veranstalten Babyduschen für werdende Mütter. Ihr macht es euch zur Lebensaufgabe, die Gnade Gottes auszubreiten. Und veranlasst alle Mütter, die heute hier sind, euch zu feiern und zu erklären, dass Mütter Helden sind. Eure Stärke, Hingabe und Tatkraft ist es, die unsere Nation antreibt. Und wegen euch wurde unser Land mit erstaunlichen Seelen gesegnet, die den Lauf der Menschheitsgeschichte verändert haben. Wir können nicht wissen, was unsere noch ungeborenen Bürger für Träume verwirklichen werden. Die Meisterwerke, die sie erschaffen werden, die Entdeckungen, die sie machen werden. Aber wir wissen eines: jedes Leben bringt Liebe in diese Welt. Jedes Kind bringt Freude in eine Familie. Jeder Mensch ist es wert, beschützt zu werden. Und vor allem wissen wir, dass jede menschliche Seele göttlich ist und dass jedes menschliche Leben, ob geboren oder ungeboren, nach dem heiligen Bild des allmächtigen Gottes erschaffen wurde. Gemeinsam werden wir diese Wahrheit in unserem herrlichen Land verteidigen. Wir werden die Träume unseres Volkes befreien. Und mit entschlossener Hoffnung sehen wir all den Segnungen entgegen, die aus der Schönheit, dem Talent, dem Willen, der Anmut und der Gnade jedes amerikanischen Kindes erwachsen wird. Ich möchte euch danken. Es ist ein ganz besonderer Moment. Es ist so großartig, euch zu repräsentieren. Ich liebe euch alle und ich sage mit wahrer Leidenschaft, ich danke euch. Gott segne euch und Gott segne Amerika. Ich danke euch allen. Ich danke euch.